Nach 100 Golgen kannst du. Gibt es da irgendwie was Verbrieftes? Welche Bewegungen die besten sind? Das Ding ist einfach das Zielen. Also dann das Bewegen ist. Das Bewegen ist. Das ist nie das Problem. Also es geht nie um Kraft, nur um Tempo. Nur um Tempo und halt nach vorne das Gewicht nach vorne verlagern und nach hinten halt. Je nachdem, nach vorne tust du halt mehr Geschwindigkeit nehmen und nach oben, nach hinten tust du halt mehr Höhe gewinnen. Aber das Problem ist das Landen. Das musst du halt im Gefühl haben. Und du kannst eigentlich Scheiße bauen bis zum Umfallen und darfst bis am Ende musst du die 100 knacken. Und das ist halt scheiße schwer, also Glück. Und zurück, nicht jetzt rein! Kann ich zurück machen? No, aber du kannst wieder weiter. Kannst dich nach hinten lehnen, ja. Starke Böe, was? an die Ecke. Ja. Das ist extra. Ich will ja jetzt die 30 Sekunden Gutschrift, die hast du gerade verbraucht. Ja. Ja, plus minus null. Wo fliegst du denn hin? Hilfe! Das sah so gut aus. Hilfe! Ich bin auch nicht hoch, ne? Du musst ja auch nicht hoch, du musst ja nur. Mach einfach mit den ganzen Augen. Ja, 30. Ach, 20. 1,30, los. Ui, sieh. Ui, Sputen. Jetzt muss ich nach links. Nee, guck mal, was hier los ist. Die wird sich auch denken, meine Fresse sind die blöd. Genau, die war der Allergisch auf Geflügel noch. Ja, deswegen. Na komm. Oh, ja. Jetzt schnell zum Schiff. Jetzt muss ich mal links. Jetzt musst du los, genau. Poppies. Nach vorne beugen und flattern. Ich beug mich ja. Bin ich jetzt schon drin? Ja, fallen lassen. Was auf die 50. Ja, ich bin 50. Ja, Punktlandung. Einmal frei. Also, wenn man die Arme.